Herzlich willkommen. Sie haben mal wieder die Bekenntnisse eingeschaltet auf dem YouTube-Kanal der Kirche Osterzgebirge hier in der Kirche St. Joachim in Freital. Ich freue mich, dass Sie den Kanal gefunden haben, und wenn Sie es noch nicht abonniert haben, dann klicken Sie sofort auf Abonnieren und am besten noch die Glocke anklicken, damit Sie immer Informationen bekommen, wenn ein neues Video herauskommt, und bitte nicht vergessen, auch den Daumen nach oben anklicken. Wir werden uns wie immer mit einem Evangeliumstext beschäftigen, ein paar Gedanken dazu und Gebete, einige Lieder zum Vertiefen und auch ein wenig Stille zum zur Ruhe kommen, vielleicht zum Ende. Viel Freude bei den heutigen Bekenntnissen. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt dein Sehnen tief in uns, o Gott, bei dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich freue mich sehr. Ja, was machen wir heute? Wir haben heute den 24. Sonntag im Jahreskreis und werden uns da mit dem Thema Schulden beschäftigen. Oha, hatten Sie schon einmal Schulden oder haben Sie diese immer noch? Früher war es ein geradezu moralisches Unding, Schulden zu haben. Heutzutage ist es eher eine, naja, Selbstverständlichkeit. Wenngleich im Einzelfall kritisch. Man könnte in eine Schuldenfalle geraten. Wie würden wir uns fühlen, wenn uns diese Schulden plötzlich ohne Bedingungen erlassen würden? Jesus erzählt heute im Evangelium ein Gleichnis mit genau diesem Thema. Und was macht der, dem die Schulden erlassen wurden?
Er wirft einen anderen ins Gefängnis, der ihm viel weniger schuldet. Was könnte das alles bedeuten? Wie lässt sich das in meinen, in unseren Alltag übersetzen? Dazu heute wieder ein paar Gedanken. Ein Gebet zu Beginn. Guter Gott, ich lese deine Worte in der Bibel und verstehe doch manchmal nur wenig. Lass mich in dir zur Ruhe kommen und lernen, dein Wort zu verstehen. Darum bitte ich durch Christus, meinen Bruder und Herrn. Amen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu 7-mal? Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frauen und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und sagte: Bezahl, was du schuldig bist. Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe mal ein bisschen genauer nachgeguckt. 10.000 Talente. Ein Talent sind 6.000 Denare. 10.000 Talente sind demnach 6.000 mal 10.000, also 60 Millionen Denare. Ohne dass wir jetzt den genauen Umrechnungswert in die heutigen Währungen kennen müssen, ist für dieses Gleichnis wichtig, dass der Knecht ein übermäßig großes Geschenk von seinem Herrn erhalten hat. Im Vergleich dazu hat dieser Knecht einen Mitknecht ins Gefängnis geworfen, weil dieser ihm 100 Denare schuldig geblieben ist, also den 600.000stel Teil dessen, was er selbst erlassen bekommen hat. Die exakten Zahlen sind sicherlich eher symbolisch zu verstehen. Der Herr in diesem Gleichnis ist aber offenbar sehr großherzig und muss seinerseits über viel Geld und Vermögen verfügen, dass er einem seiner Knechte eine so große Schuld erlassen kann. Dieser Knecht scheint aber sehr undankbar zu sein, beziehungsweise nicht zu erkennen, was ihm geschenkt worden ist,
wenn er seinen Mitknecht wegen einer vergleichsweise lächerlichen Summe so misshandelte. Stellen wir uns das einmal bildlich vor. Schulden zu haben ist heutzutage auch eine, naja, fast normale Sache. Haus, Auto, Wohnungseinrichtung, Fernseher, alles lässt sich heute auf Pump kaufen. Alles kein Problem, wenn man ausreichend Geld verdient. Manchmal kann man aber den Überblick verlieren. Man bezahlt alles mit der Bank oder Kreditkarte und denkt nicht daran, dass das, was da bezahlt wird, sich nach und nach vom Bankkonto abzieht. Irgendwann kommt man ins Minus. Zusammen mit den schon laufenden Schulden wird es irgendwann problematisch. Es kommt nicht genug Geld herein, um die Schulden abzubezahlen. Die sonstigen Kosten müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Und plötzlich findet man sich vor einem Schuldenberater wieder. Man muss eine Privatinsolvenz beantragen. 500.000 Euro Schulden haben sich aufgetürmt. Tun wir mal so, als gäbe es die Möglichkeit, wie im obigen Gleichnis, dass einem die Schulden erlassen werden. Nach vielem Hin und Her, Gesprächen, formalen Schreiben, Bitten und Drängen, sagt uns plötzlich der Schuldenberater: Herzlichen Glückwunsch, Ihnen wurden jetzt sämtliche Schulden erlassen, Sie sind jetzt schuldenfrei. Wow, was wäre das für ein Gefühl? So mir nichts, dir nichts, alle Schulden loszuwerden, ohne Gegenleistung, ohne Pfändung, ohne langjähriges Zurückzahlen, sodass im Monat kaum noch genug übrig bleibt für das Notwendigste. Und dann stellen wir uns vor, kommt ein Nachbar, der uns 1.000 Euro schuldet, die wir ihm vor einem Jahr geliehen haben, als er sich nach einem Unfall schnell ein neues Auto hat kaufen müssen. Wir gehen zu ihm hin und sagen ihm, er möge uns die 1.000 Euro wiedergeben. Natürlich hat er die nicht mal ebenso. Er druckst herum und bittet uns um Geduld. Das finden wir aber nicht gut. Wir drohen ihm, wir verklagen ihn, er wird verurteilt. Ungefähr die gleiche Situation wie im Gleichnis eben. Wir haben einen Schuldenerlass erhalten, als Geschenk sozusagen, gratis. Gratis, gratia, die Gnade. Wir wurden begnadigt. Wir haben eine große Gnade erfahren. Können wir das ausreichend wertschätzen? Vermutlich nicht, wenn wir den Nachbarn so behandeln wegen nur 1.000 Euro. Aber geht es hier um Geld? Geht es um finanzielle Schulden, die zurückzuzahlen sind? Jesus nimmt wie immer ein Alltagsproblem, um den Menschen zu verdeutlichen, wie Gott denkt und fühlt, wie es sich anfühlen könnte, in Gottes Reich zu leben. Dabei, nebenbei gesagt, ist Gottes Reich nicht irgendwo über den Wolken im Weltall, auf einem anderen Planeten, auch nicht auf einem irgendwie anderen Kontinent oder irgendwo unter der Erde. Gottes Reich ist hier und jetzt, mitten unter uns. Nur wir sehen es häufig nicht mit unserem Herzen. Man kann nicht in Gottes Reich reisen oder hineingehen. Wir sind schon in Gottes Reich. Wir handeln nur nicht immer danach. Jesus möchte mit seinem Gleichnis darauf hinweisen, mit welcher unermesslichen Güte Gott an uns handelt. Wir handeln eben nicht immer, teilweise nur selten, so, wie es sein sollte. Wir handeln und reden nicht in einem liebevollen Sinn mit Gott, mit unseren Mitmenschen oder mit uns selbst. Vielmehr neigen wir dazu, Gott, links liegen zu lassen, mit unseren Mitmenschen zu streiten und uns selbst zu vernachlässigen. Wir sehen die vielen Fehler, die andere machen, und kritisieren diese. Wir verletzen unsere Mitmenschen mit Worten oder auch dadurch, dass wir nicht mit ihnen sprechen. Wir verletzen uns selbst, wenn wir uns überfordern, meinen, dass wir uns alles zutrauen könnten oder müssten, ohne Hilfe zu erbitten. Auf diese Weise häufen wir sozusagen Schulden an. Wir schulden Gott den nötigen Respekt. Wir schulden unseren Mitmenschen unsere Aufmerksamkeit. Wir schulden uns selbst die Möglichkeit, durch ausreichende Ruhe und Freundlichkeit uns selbst gegenüber
gesund zu bleiben. Irgendwann bemerken wir dies, vielleicht bei einer Beichte oder bei einem Gespräch mit einem verständnisvollen Menschen. Oder wir spüren selbst, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Wir sprechen dann mit Gott, wir beten, wir flehen ihn an, bitte vergib mir, erlass mir diese Schulden. Ich weiß nicht, wie ich diese Schulden sonst tilgen sollte. Und Gott, was tut Gott jetzt? Vielleicht überlegt er eine Weile, stelle ich mir vor. Vielleicht erbarmt er sich aber gleich und sagt, ja, mein Sohn, ja, meine Tochter, deine Schulden sind dir vergeben. Du bist jetzt schuldenfrei. Ich erlasse dir all deine Schulden. Und mit einer Träne im Auge sagt Gott, weißt du, warum ich dir die Schulden erlasse? Und wir sagen zögerlich und ängstlich, nein. Da antwortet Gott, weil ich dich liebe. Du bist mir das Wichtigste, was es gibt. Ich möchte, dass du gut und angstfrei leben kannst, geliebt von deinen Mitmenschen. Meine Liebe hast du schon. Aus meiner Liebe zu dir schenke ich dir alles, was du brauchst. Daher nehme ich auch deine Schulden von dir weg. Können wir das begreifen? Können wir das fassen? Können wir nach dieser Eröffnung, nach diesem Bekenntnis Gottes zu uns gleich wieder zur Tagesordnung übergehen? Ein Stein ist uns genommen. Ein ganzes Gebirge, das auf unserer Seele lastete, ist weg. Wir können uns frei fühlen. Und was tun wir? Wir beschuldigen den Nächstbesten, die eigenen Kinder, die Kollegen, die Nachbarn, weil uns irgendwas nicht passt, weil die Sachen wieder rumliegen, weil eine E-Mail nicht gelesen wurde, weil uns mal wieder die Dünste des nachbarlichen Grills belästigen. Was ist Gottes Reich? Gottes Reich ist die Erkenntnis, dass Gott uns liebt, dass Gott uns alles erlässt, was wir an Schuld und Schulden anhäufen. Gottes Reich ist die Erkenntnis, aus dieser Gnade Gottes, aus diesem unermesslichen Geschenk Gottes heraus zu leben und dieses Geschenk wertzuschätzen und dieses Geschenk weiterzugeben. Nicht zu beschuldigen, sondern zu verstehen. Nicht anzuklagen, sondern aufzurichten. Nicht abzugrenzen, sondern zu umarmen. Das glaube ich und deswegen bekenne ich mich zu Jesus Christus. Können wir das fassen? Können wir das glauben, dass Gott uns so liebt, dass er uns alle Schulden erlässt? Sicherlich müssen wir irgendwie etwas vielleicht dafür tun, zumindest nichts Böses. Aber Gott liebt uns. Und so geliebt zu werden, das kann nur Gott. Vielleicht erinnern wir uns an einen Menschen, der uns sehr, sehr liebt oder umgekehrt, den wir sehr lieb haben, lieben. Aber Gott liebt uns noch viel, viel mehr. Und dazu kann man kaum etwas sagen. Das kann man nur spüren und vielleicht mit einem Lied ganz besonders darauf antworten. Und ein solches Lied hören wir jetzt zum Lob und zum Preis Gottes. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Halleluja. Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Halleluja. Ehre sei Gott auf der Erde,
in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel schallt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Frieden auf Erden. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. Halleluja! Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. Halleluja! Ihm sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Frieden auf Erden. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. Halleluja! Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich lebe. Halleluja! Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Frieden auf Erden. Ich möchte Sie wieder einladen zu unseren Fürbitten. Ich überlasse Ihnen diese Fürbitten. Denken Sie vielleicht an Menschen, die Liebe brauchen, die sich nicht geliebt fühlen, auch wenn wir vielleicht ihnen Liebe geben. Aber es gibt auch Menschen, die können Liebe gar nicht annehmen und gar nicht so spüren, weil sie irgendwann vielleicht einmal vernachlässigt worden sind, stark verletzt worden sind und sich zurückziehen, Angst haben geradezu vor Liebe. Es gibt viele solcher Menschen, denken wir an diese Menschen in unseren Fürbitten. Aber vielleicht auch an alle anderen, die Liebe brauchen, weil sie vielleicht jetzt alleine sind. Ob es Kranke sind, sei es durch Corona oder anderes, die ausgegrenzt sind, oder auch solche, die sich sehr schwer tun, anderen Menschen Liebe zu zeigen. Schließen wir all diese Menschen und wen immer sie einschließen möchten in unsere Fürbitten. Gottes Liebe ist größer als alles, was wir nur denken können. Und auch die Bitten, die wir geäußert haben oder vielleicht auch nur gedacht oder in unserem Herzen gespürt haben, sind ein kleines bisschen an Möglichkeit, auch die Liebe Gottes weiterzugeben. Und vielleicht können wir gemeinsam ein ganz großes Gebet sprechen, was wir natürlich alle kennen, aber was all diese Gedanken und Gefühle zusammenfasst, so wie Jesus es seinen Jüngern auch gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein Gebet zum Abschluss mit der Bitte um einen Segen. Jesus Christus, du zeigst uns den Weg ins Himmelreich. Wir suchen diesen Weg häufig außerhalb von uns, als wäre er in einem anderen Land. Mach uns deutlich, dass der Weg ins Himmelreich in uns liegt, dass wir auf die Gnade deines Vaters hoffen können und dass wir mit dem Geist der Liebe, den wir dadurch erhalten, auch unseren Mitmenschen gnadenvoll und liebevoll begegnen lernen. Darum bitten wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum Ende der heutigen Bekenntnisse möchte ich Sie wieder einladen, sich noch ein wenig mehr mit dem Text des Evangeliums heute zu beschäftigen. Der Hinweis, wo das zu finden ist, ist wieder in der Beschreibung des Videos unten. Lassen Sie sich wieder Zeit für diese Beschäftigung mit dem Text. Man kann ihn nicht einfach lesen wie einen Roman oder eine Zeitungsnachricht. Es braucht Zeit, Gottes Wort im Evangelium in der Bibel zu lesen. Nehmen Sie sich viel Zeit. Betrachten Sie einzelne Worte, betrachten Sie einzelne Sätze oder Verse und lassen Sie diese Sätze, Worte und Verse in Ihren Geist hineinsinken. Bitten Sie Gott darum, dass er Ihnen einen Hinweis gibt, wie dieser Text für Sie zu verstehen ist. Nehmen Sie etwas mit von dem, was wir heute gehört und gesprochen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag, eine gute Woche. Gottes guter Geist sei immer bei Ihnen. Gott, ein Danklied möchte ich dir singen, denn du beschenkst mich mit so vielen Dingen. In dieser Feier bist du wunderbar bei mir und in Gemeinschaft danke ich dir. Ich freue mich, Gott, denn du bist mir nah. In dieser Gemeinschaft bist du mit uns da. Sind es auch nur zwei oder drei? Jesus hat versprochen, da bin ich dabei. Gott, ein Danklied möchte ich dir singen, denn du beschenkst mich mit so vielen Dingen. In dieser Feier bist du wunderbar bei mir und in Gemeinschaft danke ich dir. Ich höre dich, Gott, du gibst mir dein Wort und sprichst alle Sprachen bis an jedem Ort. Dein Wort weist den Weg, gib mir Mut. Wenn ich danach lebe, wird mein Leben gut. Gott, ein Danklied möchte ich dir singen, denn du beschenkst mich mit so vielen Dingen. In dieser Feier bist du wunderbar bei mir und in Gemeinschaft danke ich dir. Du wandelst dich, Gott, in Brot und in Wein. Mit ewiger Liebe willst du in mir sein. Schenkst dadurch Leben, daran glaube ich. Gott, ein Danklied möchte ich dir singen, denn du beschenkst mich mit so vielen Dingen. In dieser Feier bist du wunderbar bei mir und in Gemeinschaft danke ich dir. Du segnest mich, Gott, erfüllst mich mit Geist, der mir neue Kraft gibt, die Fesseln zerreißt. Ich bin mit dir, Herr, nie allein, und ich will ein Bote deiner Liebe sein. Gott, ein Danklied möchte ich dir singen, denn du beschenkst mich mit so vielen Dingen. In dieser Feier